Als Reaktion auf die gestiegene Terrorgefahr will Bundesinnenminister Thomas de Maizière islamistischen Kämpfern mit doppeltem Pass die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Schlage ich vor, dass deutsche Staatsbürger, die für eine Terrormiliz in Kampfhandlungen im Ausland kämpfen, dort an Kampfhandlungen teilnehmen, dann, wenn sie eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, und nur dann geht es, die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Darüber hinaus soll dem neuen Sicherheitskonzept de Maizières zufolge das Aufenthaltsrecht verschärft werden für Ausländer, die straffällig geworden sind oder als Gefahr für die öffentliche Sicherheit eingeschätzt werden. Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren, aber das uns Mögliche müssen wir tun. Seine Vorschläge könnten schnell und noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden, sagt de Maizière. Sie seien auch für den Koalitionspartner SPD politisch zumutbar.